Wie lebt es sich in einer 2,3 Millionen Euro teuren Wohnung mitten in Bangkok? Quadratmeter Penthouse im 32. Stock. Ja, ihr habt richtig gehört. 360 Quadratmeter Wohnfläche, zweistöckig, verteilt auf 4 Schlafzimmer und 5 Badezimmer. Und ein Pool darf natürlich auch nicht fehlen. In diesem Video zeige ich dir mit Kai, der seit 2 Jahren deutschsprachiger Immobilienmakler in Bangkok ist, was man alles hier für 2,3 Millionen Euro bekommt. Er vermittelt hier die besten Immobilien Bangkoks und hat mir eine Tour durch dieses exklusive Apartment ermöglicht. Bist du bereit, Michael? Ja, aber von außen sieht es nicht so krass aus, aber ich bin mal gespannt, wie es drin aussieht. Ja, let's go. Okay, das ist schon mal eine andere Hausnummer. Wir haben hier eine 63 Quadratmeter große Wohnung, 4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer. Das Ganze ist Duplex, das bedeutet, wir haben quasi die Wohnung aufgeteilt auf 2 Obergeschosse. Wir sind hier mitten im Herzen von Bangkok, in Chit Lom, teuerstes Stadtgebiet hier in Bangkok. Aber die Aussicht ist total. Gegenüber haben wir das Gebäude 98 Wireless. Das ist eines der teuersten Gebäude hier in Bangkok. Wir sind eigentlich mitten im Zentrum hier in Bangkok, oder? Richtig, wir sind hier im Center, überhalb vom Lumpini Park. Ich weiß nicht, ob euch der Park was sagt. Da, wo es die ganzen großen Monitor-Lizards gibt. Aber das ist eher so im älteren Stil eingerichtet, gell? Also es ist jetzt nicht neu oder modern eingerichtet, gell? Das Gebäude wurde abgeschlossen im Jahr 2007. Wir haben jetzt 206 Wohneinheiten. Genau, wir sind jetzt gerade eben hier im 32. Obergeschoss. Das ist auch hier die oberste Etage von dem ganzen Gebäude. Boah, hier könnte ich echt entspannen, ja. Boah, hier wäre es echt geil, Videos zu drehen. Stellt euch mal vor, Leute, ich sitze hier und drehe meine Videos für euch. Ist doch geil, oder? Nee, schon echt ganz was anderes. Vor allem, was ich geil finde, sind die hohen Decks. Das finde ich, Leute, echt immer geil in Wohnungen. Es gibt ja auch die günstigeren Duplex-Wohnungen, zum Beispiel auch für, keine Ahnung, 20.000, 25.000 gibt es ja auch. Da, wo oben halt nur das Schlafzimmer ist, kennst du die Wohnungen, gell? Ah, genau, richtig, ja. Aber das finde ich auch immer geil, weil die Wohnung wirkt direkt größer, obwohl die vielleicht auch nur immer 40 Quadratmeter haben. Aber die Wohnung wirkt einfach viel größer, weil die Decke ja so hoch sind. Das finde ich echt geil. Noch ein heftiger Balkon, warte, ich muss mal rausgehen. Ich weiß nicht, ob es auf dem Video auch so rüberkommt, Leute, aber das sieht einfach ja, mächtig aus. Ja, mächtig, anders kann ich es nicht beschreiben. Boah, das Geländer ist schon sehr niedrig. Schau mal, das geht mir gerade mal bis zur Hüfte. Boah, heftig. Also ich will gar nicht runtergucken. Also wer da Höhenangst hat. Weil wir haben hier auf alle Fälle eine atemberaubende Aussicht. Das ist, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es auf dem Video so rüberkommt. Das ist brutal. Das Geländer geht mir gerade mal bis zur Hüfte. Das ist schon gefährlich, sagen wir so. Ich will echt nicht runtergucken. Mir wird sogar schlecht, wenn ich da runterschaue. Das Geländer geht gerade mal bis zur Hüfte. Boah, da wird mir echt schlecht. Lass wieder reingehen. Im Übrigen haben wir hier unseren Kameramann S. Der beste Kameramann. Check. S, if you do the job good and I get million of views, you know, then maybe we buy one day a mansion like this, yeah? S bereit für 10 Leute insgesamt. Und ich würde auch hier sagen, dass ihr euch hier bekochen lässt, anstatt selber kocht. Genau, also es gibt schon was Moderneres, meintest du. Wenn man aber genau dasselbe mit den Quadratmetern in neu will, dann zahlt man das Doppelte, oder? Auf alle Fälle, ja. Okay. Vor allem dann auch mit neueren Möbeln, also ja. Ich meine, modernes Design, wir sind ja doch schon relativ alt. Ja. Also wie gesagt, Leute, nach oben hin gibt es keine Grenzen. Ja, schau dir einfach mal gerne die Küche an. Die Einrichtung ist schon alt, ja, aber es geht doch einfach um erstens die Lage wahrscheinlich, gell? Genau. Und die Quadratmeter, wir haben hier 300, wie viel? 360 Quadratmeter, Leute, das haben manchmal Häuser nicht bei uns in Deutschland. Auf alle Fälle. Jetzt, wir reden ja nicht vom Grundstück, sondern wirklich von der Wohnfläche, gell? Ah ja, übrigens, Leute, das alles ermöglicht uns Kai. Kai ist seit 2 Jahren Immobilienmakler in Bangkok. Falls ihr irgendwelche Fragen zu Wohnungen habt, er hat auch normale Wohnungen, gell? Also du hast auch Wohnungen für 20.000 Baht, 30.000 Baht, also auch normale Wohnungen. Wenn ihr, wie gesagt, Interesse an Wohnungen habt, meldet euch bei Kai. Gibt es auf jeden Fall gute Angebote. Versuche euch, das Beste zu ermöglichen, sagen wir es so, ne? Das Schlafzimmer einmal hier. Die Bilder sind echt ein bisschen strange, oder? Also, mit Kunst kenne ich mich eher weniger aus. Schaut ein bisschen strange aus, ich weiß nicht. Macht mir ein bisschen Angst, ich weiß nicht. Oder, okay, wenn es Kinder waren, ja, aber wenn die keine Kinder waren, dann macht es mir ein bisschen Angst. So, hier.
auf alle Fälle tanzen. Ja, ja. Auch zu fünft. Ja, Duschparty haben. Das ist auch geil, die Badewanne finde ich, das geil. Mit Whirlpool-Funktion. Hier hinten im begehbaren Kleiderschrank. Boah, man kann sich hier echt verlaufen eigentlich, gell? Es ist auf alle Fälle riesig. Ja. Ich habe mit Kai letzte Woche bereits ein Video aufgenommen, da haben wir 3 Wohnungen abgefilmt. Wenn euch dieses Format gefällt mit den Wohnungen, wie gesagt, Kai hat noch heftigere Wohnungen für 700.000 Baht das Stück, mein Monatsmieter, also noch wirklich luxuriös und alles, dann schreibt mir gerne die Kommentare, dann kann ich mit Kai noch ein paar Wohnungstouren für euch abfilmen. Wie gesagt, lasst mich einfach wissen, ob ihr das feiert, das Format. Ja, oder vielleicht haben die Leute auch Anregungen, dass sie in eine bestimmte Area gehen möchten oder vielleicht möchten die nur ein Bedroom-Apartments haben. Können wir auch machen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir können auch gerne Einzimmerwohnungen zeigen, Zweizimmerwohnungen zeigen. Also wirklich normale Wohnungen, die sich ja auch die meisten leisten können oder die auch die meisten dann anmieten. Weil ich meine, die Wohnung, wer mietet eigentlich sowas hauptsächlich? Eher asiatische Kunden. Asiatische, ja. Okay. Na, oder wenn ihr jetzt auch mal vorhabt, nach Bangkok zu kommen, sei es denn auch vielleicht nur für 3 Monate was mieten möchtet, dann können wir da gerne auch nachschauen. Aber das ist immer mit Jahresmiete, oder? Genau, also es gibt vereinzelte Eigentümer, die lassen das zu, dass du das für 3 Monate mietest. Aber dann ist natürlich auch die Miete höher als wie die Einjahresmiete. Okay, und noch eine Frage, weil ich weiß es selber nicht. Mhm. Sagen wir mal, ich komme jetzt einfach nach Bangkok, ja, und will diese Wohnung mieten. Ja. Muss ich irgendwelche Nachweise, aber bei uns in Deutschland musst du meistens irgendwie Einkommensnachweise, Schufa und so weiter. Gibt es das hier eigentlich auch? Hier gibt es das nicht, nein. Nicht? Okay. Du musst mir deinen Passport geben. Ich muss mit dem Eigentümer Rücksprache halten, genau, und ihm einfach vorweisen können, dass quasi ich dich jetzt gerade eben mag, ja, oder dass du liquide bist, was du für einen Job machst. Genau, ich brauche aber da keine Nachweise von dir. Mhm. Und dann ist es eigentlich auch ein bisschen dem Eigentümer überlassen, ob er jetzt dich als Mieter haben möchte oder nicht. Ist auch immer eine Frage von dem Visum. Die einen akzeptieren ein Touristenvisum, die anderen möchten aber, dass du hier eine Residence hast, also dass du ein Education-Visa hast zum Beispiel oder eine Work-Permit. Genau, damit die auch auf Nummer sicher sein können. Sind, ja, genau, ja, richtig. Okay. Sind hier eigentlich Haustiere erlaubt? In dem Gebäude sind jetzt Haustiere tatsächlich auch erlaubt, ja. Weil in den meisten Gebäuden, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber mir kommt es vor, 70-80% der ganzen Kondos sind nicht pet-friendly. Richtig, richtig. Muss man immer genau nachschauen, wo derjenige hinziehen möchte und ein pet-friendliches Kondo aussuchen. Okay, okay. Genau, dann haben wir hier noch einen Master Bedroom. Bettzimmer, so sagen wir es. Boah, das ist echt riesig, die Wohnung. Also, und das ist ja eine Wohnung, Leute, das ist ja auch kein Haus, sondern ihr müsst vorstellen, wir sind einfach in einem Hochhaus mit 260 Einheiten. Müssen wir überlegen, wie viel Platz es eigentlich ist. Gerade eben auch in der höchsten Etage. Wurde halt eigentlich noch nie was gemacht hier, denke ich mal. Ja, die Klimaanlage ist wahrscheinlich noch die erste. Okay, aber wie gesagt, Leute, wenn ihr halt sowas in der Größenordnung in neu wollt, dann zahlt man, wie gesagt, nicht 300.000 im Monat, sondern 600.000, 700.000, 800.000 im Monat, gell? Ja. Und der Kaufpreis dementsprechend auch. Ja. Hier ist noch ein Bad, auch nicht klein. Hier auch noch ein großer begehbarer Kleiderschrank, gell? Oder Ankleideraum. Ankleideraum oder was ist das? Und ich meine, allein nur dieser Raum ist teilweise fast genauso groß wie manchmal irgendwelche Studentenapartments irgendwo, weißt du schon? Und das ist nur ein Ankleideraum. Die Wohnung haben wir jetzt angeguckt, aber es gibt ja nicht nur die Wohnung hier, sondern es gibt auch noch ein Gym wahrscheinlich, oder? Richtig. Pool? Richtig. Was noch? Lässt mich überraschen, oder? Genau, schauen wir nach. Let's go. Was hier? Achso, das ist für Kinder, gell? Ah, Kids Playroom. Okay, Kinderspielplatz. Pool ist geschlossen. Renovierungsarbeiten finden hier statt. Ja, Freunde, es gibt in Bangkok natürlich auch geilere Pools. Der ist jetzt gerade geschlossen, aber das Gebäude ist halt doch etwas älter. Hier ist noch ein kleiner Pool. Ah, hier ist das Gym. Schauen wir mal an. Ja, es sind doch schon einige Geräte, aber es reicht. Das ist ein ziemlich geiles Fitnessstudio. So oldschool. Ja. Also ich meine, wenn jetzt irgendeiner hier Bodybuilder ist oder heftiger Sportler, für den ist es nichts. Aber für jemanden, der mal ab und zu mal Sport macht, reicht das vollkommen, denke ich mal. Wie ich es vorhin erwähnt habe, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das Format feiert, dann können wir euch noch heftige Luxuswohnungen zeigen, da wo das Gym dreimal so groß ist, der Pool dreimal so groß, da gibt es 5 oder 6 Pools in einem Gebäudekomplex. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare. Du hast einen eigenen Basketball-Court aber da. Hä? Basketball. Das ist kein Basketball, Junge, das ist Squash. Ah. Der denkt, das ist Basketball-Court.
selber mal Squash gespielt. Du musst halt, du musst halt gegen die Wand schlagen und dann kommt der Ball zurück und der andere muss gegen die Wand schlagen. Ich habe es früher echt gespielt. Ich kann es voll gut. So was gibt es bei uns in Deutschland? Ja, ja. Zwar nicht so weit verbreitet, aber ich frage mich echt gerade, warum hier ein Squash-Feld drin ist und nicht jetzt irgendwie Tischtennis, was das jeder spielt, weiß schon, oder Billard oder keine Ahnung. Ja, aber ich wohne nicht hier. Also falls jemand von euch mal zuschauen, Squash spielt und auch in Bangkok ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder Mail, wo man hier Squash spielen gehen kann. Aber ich habe mich keinen Bock anzumelden in irgendeinem Verein. Ich will mal hingehen, wenn ich mal Zeit habe und ein bisschen Squash spielen. This is Miro. No, this is just Miro. This is Miro. Oh? No. No. It's not a Miro. Ah. What? Oh? No. This... No, because here is Absperrband. Miri, not hey, this look like Miro. Ja, yeah. Helikopterlandeplatz, keine Ahnung. Herzlich willkommen hier zum Helikopterlandeplatz. Ja, zum Chillen halt, keine Ahnung, aber hier wirst du totgestochen von Mücken. Wenn Sonne runtergeht, wirst du totgestochen. Ja, einfach eine Terrasse zum Chillen. What is this place for? For Helikopter. Helikopter.